Okay, das ist gemein. Ich will Varus. Varus ist mein Go-To-Pick into Caitlyn. Also mein Go-To-Build auf Varus war jetzt immer Ghostblade, Rush, Träne, mittendrin irgendwo reinstecken, dann aber Träne liegen lassen und noch ein zweites Lethality-Item bauen und dann erst Manamune als drittes. Das Problem ist, wenn du nicht Manamune gehst, dann scalest du zu schlecht auf Lethality-Varus, finde ich. Edge of Night ist natürlich gegen Caitlyn eigentlich ein No-Brainer. Wenn ich Edge of Night habe, kann sie mich nicht mehr auf Cooldown ulten. Also gegen Lethality-Caitlyn geht es eigentlich nur darum, sie irgendwie zu denyen, dass sie mich die ganze Zeit ultet. Weil dann kann sie keinen First Strike stacken, dann kann sie mich nicht pressuren, dann ist er entspannt. Und das war gut. Macht nicht so Spaß, immer auf Level 1 komplett gezoned zu werden. Ich habe einen Minion bekommen. Ist okay, Guys, wir bleiben stark. Die Gwen path top to bot. Wenn der Graves gut ist, dann wird die Gwen komplett durchinvaded. Boah, ist das eklig. Ist das disgusting, Alter. Na, der Alistar guckt schon für so einen Flasher bisher. Bisher gibt es da kein Opening, leider. Wenn ich die E-Treffe, ist die Caitlyn tot. Ich weiß aber auch wirklich nicht, was der Alistar da schon wieder vorhatte. Gamer Lost in Draft. Aktuell ist jedes Game irgendwie Lost in Draft. Ich weiß auch nicht. Ich meine, das war close. Hätte ich meine E da am Ende getroffen, hätten wir One für One getradet. War wirklich knapp. Aber sie hatte halt schon Recall und ich nicht. Oh Mann. Pock. Immer Kate bannen, wenn Red Side. Weiß ich nicht. Ich bin ja fein mit Varus gegen Kate. So, reported it! Das ist ein gutes Matchup, wenn du halt even Support hast. Ich meine, bis auf diesen einen All-In gerade, der close war, läuft die Lane ja jetzt auch okay. Ab jetzt ist die Lane ja fein. Na, guck mal, das mache ich alle 10 Sekunden. Dann sind wir fein. Haben wir Alistar Flash? Wir haben Alistar Flash. Da komme ich nicht ran, Bruder. Also, wer soll in die Range kommen? Das war leider zu deep. Aber wieder ein guter Versuch, ne? Es war wieder close. Ist alles close hier die ganze Zeit. Leider aber close schlecht für uns. Oh, jetzt ist der Graves auch noch da, oder was? Oh, macht ja echt viel Spaß, das Game hier, muss ich sagen. Das war ja sehr worth für mich. Die Caitlyn da noch stirbt. Aber ich verliere natürlich trotzdem 2 Waves. Ja, mal gucken, vielleicht können wir sogar noch was machen, das Game. Aber ich freue mich nicht darauf, die Bellwave zu sehen, muss ich echt zugeben. Aber guck mal, effektiv bin ich jetzt quasi even mit der Caitlyn. Mach doch mal die Augen auf! In einem sehr schlechten Matchup im Losing-Team. Also Varus ist schon wirklich ein guter Pick gegen Caitlyn. Das Ding ist halt, sobald du gegen Caitlyn Bot spielst, spielst du nicht mehr, um das Game zu gewinnen, sozusagen. Sondern du spielst hauptsächlich, um der Caitlyn quasi den Carry zu denyen, so ein bisschen. Mein Q hat einfach gemisst wegen der Ori-Dingens. Das war natürlich krass. Kann er mich diven hier? Natürlich kann das. Er hat einen Jungle-Champion gepickt auf Toplane. Natürlich kann er mich da diven. Ah, ich habe die W auch nicht gedodged. War my bad. Hätte ich die W gedodged, wäre alles fein gewesen. War close. Ein Season 12-Champ, der mich diven kann? Stimmt. Naiv! Oh, Digga. Ist aber auch echt nervig, holy shit. Gleich haben wir Edge of Night, dann sind wir im gelobten Land. Dann wird's einfach, in Anführungszeichen. Ich mach überall Vision, die Gegner hier. Ich darf eigentlich auch gar nicht absteppen. Lol. Okay. Hm? Master. Du bist Master? Ja. Nice. GZ? Okay, Sylvia hat Master gehittet gerade. Good job. Wo ist meine Gwen? Oh, meine Gwen ist für Karma gegangen. Anstatt für Belveth. Ja.
Das ist aber ein cooler Champ, muss ich sagen. Ah, wenn die Gwen da für Belveth gegangen wäre, hätte ich vielleicht überlebt. Guck, der macht schon Work, der Alistar. Das ist schon auch winnable, das Game. Boah, Digga, diese Belveth ist schon echt crazy eklig, ne? Die ganze Zeit nur am Split pushen, ey. Holy shit. Aber ihr seht, die Caitlyn macht nichts in dem Game. So, das ist, also obwohl das echt ein rough Early Game war. So, ich group jetzt hier mit meinem Team. Ich komme halt leider so gar nicht ran hier, ne? Die macht ja so gottlos 1v9, holy shit. Was hat die Gwen gesoffen? Ist das Nash? Das ist Nash, ja? Crazy. Boah, kriegen wir den wirklich? Caitlyn ist Bot. Lol. Puh. Okay, okay. Osman, beste TR-Jungler in EU West. Der spielt auf jeden Fall eine krasse Gewinn, ja. Aber der Graves ist auch 5, 7 und Level 11. Ich weiß nicht, wieso der Level 11 ist, der Graves. Der hatte 3 Winning Lanes. Alter. Das ist ja komplett... Was macht die Gwen mit den Gegnern? What? What? Crazy. Das gewinnen wir einfach. Ja, also diesen Patch muss man wirklich sagen, man darf einfach nicht aufgeben. Die Games sind wirklich erst over, wenn sie over sind. Alistar spielt aber auch echt krass. Ich darf einfach nicht ulten. Ich darf nicht auf Belveth ulten. Die hat keine Cooldowns. Holy shit. Die hat wirklich gar keine Cooldowns, die Belveth. Crazy. Hat niemals CDR gebaut, großartig, ne? Holy shit. Okay. Du siehst ihre Stacks? Ja, aber ich sehe ja nicht, wie sie sich aufladen. Das Problem ist, die haben gefühlt 3 Sekunden Cooldown, die Stacks. Crazy. Okay, Guys, da sind die nächsten 26 Euro für euch. Oder für einen von euch. Pock. Ah, ich bin auch ein Mann des Volkes. Ihr dachtet doch nicht, dass ich heute nur verliere. Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. Naiv.